Also, wir haben ein Reaction-Video gedreht. Bevor ihr dieses Video schaut, ist diese Information wichtig, weil wir haben das Video komplett gedreht und wir wollten das jetzt nicht nochmal wiederholen, weil es dann keine richtige Reaction mehr wäre. Also, das wäre nicht mehr authentisch. Folgendermaßen, es gibt einmal bei meinem iMac diese Kamera und es gibt einmal diese Kamera. Ich zeige euch das mal, dass ihr mal versteht, was ich meine. Und einmal diese Kamera. Ja, das Ding ist einfach nur, dass ich dachte, dass diese Kamera an ist. Aber diese Kamera hat aufgenommen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich pausiert habe, ja, habe ich in diese Kamera gesprochen und der liebe Danilo auch. Das sieht ein bisschen strange aus im Video, weil man jedes Mal über die Kamera guckt, wenn man mit euch spricht. Und ja, wir dachten, diese Kamera ist an, aber die war an. Und das ist das so ein bisschen jetzt das Problem. Wir haben uns das angeguckt, das sieht ein bisschen strange aus. Deswegen wollten wir euch informieren, dass es das nicht für euch komisch ist. Vielleicht findet ihr es auch lustig, dass wir dann in diese Kamera gesprochen haben zu euch drüber und nicht in diese. Also keine, nicht, dass ihr euch jetzt weiter fragt, warum gucken wir so komisch. Wir dachten, diese Kamera da oben läuft. Beim nächsten Mal gucken wir vorher die Einstellungen besser an. Auf Und jeden Fall. jetzt ganz viel Spaß beim Reaction-Video. Das wollten wir euch auf jeden Fall vorher sagen, dass ihr Bescheid wisst. In diesem Sinne, lasst knacken. Viel Spaß. Viel Spaß. Was geht ab, meine Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Heute haben wir den Italiano-Boy, Danilo Ciao, Cristini, da. Ciao, ragazzi. ragazzi. Ja, neues Reaction-Video. Ich freue mich. Was soll ich sagen? 2000 Folgen. Krass. Und ich bin einfach auch irgendwie mit dabei. Mittendrin statt nur dabei. Mittendrin. Also. Und ja, man kann nur Danke sagen an dieser Stelle, dass es überhaupt jetzt, dass es schon 2000 Folgen gibt. Ich erinnere mich an die Zeit zurück, so als ich jetzt 16 war. 16, da habe ich angefangen, Köln zu schauen und ich war wirklich süchtig danach. Ich bin jetzt hier seit einem Jahr dabei, bin mit dabei und dann jetzt noch auch noch die 2000. Folge. Also es ist wirklich krass einfach nur. Und da es eine besondere Folge ist, ich sage auf jeden Fall, wir beide sagen auf jeden Fall danke für den Support und ich hoffe, dass es natürlich auch noch mehrere tausend Folgen gibt, ne? Auf jeden Also, dass wir noch Fall. mehrere Vielen lieben Dank an alle. Jubiläen feiern. Für uns ist es halt einfach was Besonderes und wir sind natürlich auch vertreten als Kevin und sowohl auch als Toni mit einem etwas lustigeren Strang. Der auch vertreten ist in der 2000. Folge. Darum sitzen wir hier und wollen darauf reagieren mit euch zusammen. Der Trio ist auf jeden Fall sehr lustig und jetzt mal gucken wir mal, wie das so rüberkommt. Ja, Also, Mann. ich freue mich. Ich mich auch. Okay, alles klar. Und hier noch eine Besonderheit. Auch da, danke für 2000 Folgen. Wärt ihr nicht da, wären wir nicht bei 2000 Folgen. Das muss man einfach mal so sagen. Ihr seid der Grund, warum wir das überhaupt die ganzen Jahre machen. Weil ohne euch würde es nicht funktionieren und deswegen danke an euch da draußen für 2000 Folgen und jetzt freue ich mich einfach nur. Falls ihr nicht wisst, was dort passiert ist, warum das da so aussieht, da habe ich mit Patrick eine Reaction-Folge gemacht. Ist in der Infobox verlinkt. Könnt ihr euch gerne die Folge auch noch dazu anschauen. Da haben wir auch drauf reagiert. War auf jeden Fall auch ein sehr witziger Dreh. Hallo! Buckel vom Job. Ja, super! Ja! Nimm mit, ich brauche gar nichts mehr, bitte. Sicher. Sieht voll super aus. Nimm mit oder ich schenke sie euch. Nehmt sie einfach. Hauptsache weg. Ciao. Hey! Jetzt steh mal auf, Oskar. Wenigstens du, steh mal auf, Mann. Was ist hier passiert? Auch ganz dezent hat er da ne, immer auch die Schritt, die Hand im Schritt. Warum man das macht als Mann, ist schön warm, ja, was soll ich sagen? In diesem Sinne, vielleicht hat er auch sein Lachs ein bisschen ausgepresst. Ey, der liegt da auch noch da, Kevin! Ey, Toni, mal kurz, schimmer bitte! Schmeck dich doch auf, Alter! Wo ist Olli? Wie, wo ist Olli, Alter? Wo ist der? Der muss hier die Sachen aufräumen, Mann! Hey, Kevin, Mann, man kann ja feiern, aber guck dir mal das an hier! Wo ist denn der Nachbar, Wir Alter? brauchen hier eine Putzfrau, was für eine Ja, wir Nachbar? haben doch gesprochen, die Weltmeere sind nur so 3% der Vorstücke, Alter! Hey, Ja, dazu muss ich auch sagen, das ist unser erster Drehzahn gewesen in so einem Strang, wo wir was Lustiges spielen und hat auch tatsächlich Spaß Ja, gemacht. es war echt, also, aber ich muss ehrlich sagen, für mich war es schwierig, weil es einfach so eine lustige Story ist und ich musste immer diesen abgefuckten Typen spielen, der einfach nur genervt ist die ganze Zeit. Ich würde
Ja, aber es, im Endeffekt hat es gepasst, weil einer muss ja irgendwie auch ein bisschen genervt sein und der andere so, dann ist es lustig. Aber also, trotzdem hätte ich gern mal auch gelacht irgendwie. Ist natürlich auch schwierig, dann immer sich ein bisschen zusammenzureißen. Aber wie gesagt, nur 3% der Wertmeere sind erforscht tatsächlich. Danke nochmal für die Info. Guck dir mal hier an, wie das aussieht. Und ruf mal Olli an. Ich brauch den. Vielleicht ist er wenigstens klar im Kopf. Hier. Warum ist denn überhaupt der Toni so sauer die ganze Zeit? Was ist da los? Ja, weil Bo aktuell, die Geschichte mit Bo, die trifft ihn natürlich sehr. Und er ist ja immer noch essgestört und hat ganz viel Probleme aktuell in sich. Deswegen ist er auch so genervt und auch von der Party und was weiß ich. Er will eigentlich gerade seine Ruhe haben und dann sieht er sowas. Und er ist ja eigentlich ein Typ, der will Ordnung und Arbeit muss gut laufen. Ist natürlich ein Schock für ihn, ne? Gut kommentiert. Wie beim Fußballkommentator, richtig geil. Finde ich auch gut, dass Essstörung mit reingenommen wird. Das ist ja ein Thema, wo du dich auch mit auskennst. Auch dazu hatten wir schon mal ein Kiosk-Interview gemacht, ist auch in der Infobox verlinkt, falls ihr das mal ein bisschen euch da mal reinfuchsen wollt, was das so alles so bedeutet mit Essstörung. Finde ich gut, dass das Thema auch jetzt mit reingenommen wird und dass es auch angesprochen wird, weil es auch, glaube ich, einfach das auch relativ gut machst bis jetzt. Ja, danke dir. Danke. Danny oder Kevin, was soll ich sagen? Sag einfach, Bodymaster, sage ich einfach. Na ja, Bodymaster. Bodymaster. Du stinkst so, Mann. Fuck, Mann. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Alter. Wir müssen eine Party planen. Wie spät ist denn das überhaupt? Ich scheiß mal auf deine Party. Was ist Julis Party? Wegen Olli. Hier Olli. Ist dein scheiß Handy. Olli war der Veranstaltungsvollste, Alter. Bodymaster, der war auch... Der hat ihn gebracht, den Bodymaster. Bodymaster. Der muss eigentlich viel öfter kommen. Also ich finde, Bodymaster hat dich nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht damals. Und für mich warst du immer der Bodymaster und das werde ich auch weiterhin so sagen. Ist mir egal. Hier. Wo ist der Olli, Kevin? Ich mache mir Sorgen, Mann. Ey, ich muss auch erstmal klarkommen, Alter. Also entspann dich mal ganz kurz. Warte, lass mich kurz nachdenken. Entspann. Klasse, in der Kiste. Komm mal, in der Kiste, Alter. In der Kiste pennt er, Alter. Chill mal. Ey, Oskar, was soll ich denn? Mach mal auf jetzt hier. Hier, wer hat eine Wette gehabt? Da hat er in seiner Kiste. Das ist Ollis Schuh, Alter. Die Kiste, wo du stand. Die noch fahren, ne? Rudi, entspann dich, Mann. Hey! Rudi! Die haben die Kiste mitgenommen, Mann. Da haben die Kiste mitgenommen. Die haben sie tatsächlich mitgenommen. Ja, und ich reg mich ja die ganze Zeit über, also Toni regt sich über Olli auf, weil er ist ja eigentlich der Vertrauteste von Toni, ne? Und dass er da sowas veranstaltet und plötzlich auch noch abhaut. Wo ist Olli, ist jetzt die Frage. Wo ist er? Typen da, Mann, vom Werkstoffhof. Und der war da drin? War Olli in dieser Kiste drin? Nein. Ich hab doch die 50 Euro noch und nur wenn er da reinkommt, hätte er die 50 Euro wieder bekommen, also hab ich die noch... Fragt man sich eigentlich, warum Kevin da die ganze Zeit so eine Schweißerbrille auf hat? Nee, oder? Ich denke, die Nacht davor war ziemlich hart für Kevin. Ja. Deswegen, wegen seinen Augen vielleicht ist er noch zu hell draußen auch. Also ist er nicht in der Kiste. Scheiß mal auf deine scheiß 50 Euro, die Kiste ging nicht auf. Ja, das ist doch nicht. Die hat so einen Verschluss, wo du nicht aufkriegst. Was hat denn das damit zu? Der ist nicht in der Kiste drin, Toni. Wir müssen los. Nein, du müssen eine Party planen. Was für ein Scheiß auf deine Party, es geht um Leben. Ach so, ja. Kevin und Olli wollten eine Party planen für Julis Action da mit Marc. Wird schwierig. Wo ist er? Warum ist denn der Kevin hier so aufgebracht da am Werkstoffhof? Oder? Ja, weil da geht es um Leben und Tod gerade. Also Olli ist ja in der Kiste drin und die wollen gerade diese Kiste irgendwie zerstören. Hast du auf jeden Fall Gas gegeben. Also Kevin hat Gas gegeben da, ne? Ja, man, der wäre jetzt dann auch zerknetscht dann, ne? Boah. Der arme Olli. Schafft er's? Das schauen wir mal. Schauen wir mal. Da ist ein Kumpel drinnen. Ist da ein Mensch drin oder was? Kleine Geschichte, aber danke. Denkst du, Moment.
Warum nicht, Alter? Hacke! Was würdest du denn als Arbeiter denken, wenn da so ein Freak ankommt in so einen lustigen Weihnachtsbelober und sagt, ey, die Kiste nicht rein, da ist ein Kumpel drin? Also ich würde, glaube ich, erstmal lachen, weil sowas ja nicht alltäglich ist. Aber klar, ich würde sofort alles stoppen und schauen, was da los ist. Du würdest das einfach... Ja, klar, wenn du da... Das ist ja nicht normal, dass da so ein Typ auftaucht, weiß ich mal. Da kriegst du erstmal einen Schock, dann bleibst du erstmal stehen. Dann denkst du ja, okay, alles klar. Stimmt schon. Oder? Was würdest du machen? Ja, natürlich. Ich würde es auch. Ja. Ja, dann würdest du einfach weitermachen. Ja. Ey, Toni Macaroni, Alter, komm hier hinter, Alter. Ich hab jetzt hier unten... Toni Macaroni. Toni Macaroni. Toni gefunden in der Kiste, Mann. Die haben den fast zerknetscht, Mann. Ich bin da hinten hier irgendwo rechts rein, da, wo ich langgelaufen bin. Ja, beeil dich, Bro. Ey. Ja, mach mal auf, Bro. Was gibt's denn da zu lachen, Alter? Nur weil ich dämlich aussehe, da ist mein Kumpel drin, Alter. Ey, das Ding ist verschlossen. Ich kann das doch nicht aufmachen. Was war das? Sag mal, Danilo, was war denn da? Ich weiß nicht, also... Hat sich auf jeden Fall nicht wie Olli angehört, oder? Nee. Also, was war das? Mach mal, zeig mal. Irgendwie so... Irgendein Vogel oder so, wie so ein oder? Vogel, so ein Wellensittich. Ja? Hm, krass. Gucken wir mal weiter. Vielleicht. Zeig mal. Was ist das? Was war der Tag, Alter? Das ist der Blech. Hey, schau mal. Oder ein Bär. Uff, ich glaube, das war's. Da ist sie. Guck dir mal dieses Standbild kurz an, bitte. Alter, wie das aussieht. Fuck der Lieder raus, oh, ne? Oh Mann, ey. Ich dachte, da war jetzt Olli drin. Ich auch. Was ist denn hier scharf? Unfassbar. Ich denke, ob Mensch oder Schaf! oder Tier, wir sind alle gleich! Und das ist wahrscheinlich diese italienische Art. Ey, es war so lustig. Es musste mir auf jeden Fall öfter drehen, weil es einfach so lustig war. Und auch er musste so ein bisschen teilweise mehr lachen. So, aber warum auch? Es ist eine lustige Situation einfach. Gucken wir uns das nochmal an. Olli ist da drin. Olli? Ja, siehst du ihn irgendwo hier, oder? Hast du nicht gesagt, dass da Olli drin ist? Junge, du hast es gesagt, dass er da drin ist. Ob ein Mensch, oder ein Schaf. Wir brauchen Sauerstoff. Krass, das stimmt. Und er hat es in anderen Takes immer noch so, ob ein Mensch oder ein Schaf, er braucht Sauerstoff. Ne? Oder wie hast du auch immer gesagt, wie hast du immer gemacht? Ob dir oder ein Mensch, der muss atmen, Sauerstoff. Und die so, alles klar, so Digga, alles klar. Aber, da schon ein bisschen aber war cool, war trotzdem cool. Richtig cool, Mann, das ist cool, er hat auch echt cool gemacht. Stimmt, ja, wir brauchen Sauerstoff. Ja. Wir brauchen auch kurz Sauerstoff. Toni, komm mal bitte kurz. Komm mal bitte. Hey, Junge, du regst mich so auf, ne? Gestern auf der Party, ich glaube, ich habe da ein Schaf gehört, aber ich habe dann irgendwie einen Film, ich weiß nicht mehr genau, wie es in die Kiste gekommen ist. Hallo, ich weiß es nicht, was war man jetzt mit dem Schaf? Hallo, komm mal bitte. Hallo, ich spreche gerade mit euch. Los mit euch. Ist das ein Schaf oder nicht? Warte mal. Wie? Das ist Johnny! Johnny! Also auch... Schauspiel von Kevin und Toni jetzt hier an der Stelle, ne? Auf jeden Fall. Die spielen den beiden da was vor jetzt. Krass. Das ist Johnny! Das ist Johnny! Was aussieht aus? Johnny also? Johnny, ja? Ja, da kam der Wandel, ne? Also ich bin natürlich immer noch, also Toni ist immer noch sauer. Aber da musste ich irgendwie zu Kevin halten. Ja, einfach mal, ne? Auch damit man aus dieser Situation rauskommt, ne? Ist das geil? Auch hier da an dieser Stelle nochmal so, seit wann hat ein Schaf einen Schwanz hinten? Man dachte immer so ein kurzes Ding, aber die haben echt einen langen Schwanz hinten, ne? Total. Also ich kann die auch gar nicht, ob Schaf oder Ziege, ich kann die beiden nicht unterscheiden. Ich kann das nicht. Aber jetzt gucke ich das mal an hier. Ist das meine Brotdose? Also,
muss ich sagen, haben sie doch relativ cool alles geschnitten, ja, ne? Also wenn man sich überlegt, wie man das gedreht hat. Vor allem, wie lange wir gedreht haben. Boah, wir haben also dafür die, richtig lange. Die Clipstrecke, also so in Stunden ungefähr, wie lang? Boah, ich würde schon sagen, es waren anderthalb, oder? Mindestens, ich sag 2 Stunden, 2,5 sogar. Da müsst ihr euch mal überlegen, wir haben wirklich alles da abgedreht. Ja. Und dann, ihr habt jetzt im Endeffekt gesehen davon, waren das jetzt überhaupt 10 Sekunden? 10, 15 Sekunden. Und 10 Sekunden von anderthalb Stunden oder fast 2 Stunden Dreh. Ja. Nur, dass man halt auch wirklich alles hat, damit man auch einfach wirklich jede Perspektive hat. Krass. Crazy, Mann. Keine Ahnung, steht kein Name drauf. Habt ihr mein Frühstück an diesen Schaff gegeben, oder? Ja, nein, also noch voll, Alter. Das hat denen jetzt nicht so gefallen. Dein Frühstück, da spaßt man nicht, ne, mit dem. Aber ich meine, die Box ist ja noch ein bisschen voll. Also er hat ja, er hätte ja eigentlich noch ein bisschen was, ne? Aber er fand es halt nicht so geil, dass das Schaf da dran gerochen hat, oder? Ja, ja, stimmt halt auch. Das ist ein Riesenbaby. Ist doch voll, Alter, hier. Ist egal. Ich verarsche noch. Komm, komm wieder runter. Kannst du wieder später was von meiner Pizza abbekommen? Komm mal runter, später von meiner Pizza, Digga, ja? Ja, der weiß Bescheid, was schmeckt. Pizza. Ja. Der Schaf ist auch aufgeregt, braucht auch was zu essen. Ist schon mein. Ja, aber ist tierfreundlich. Ja. Muss man sagen an der Stelle. Gut, super. Ja, ey, sorry, Alter. Ist auch okay. Komm, Jungs. Jetzt müsst ihr gleich vom Gelände runter. Ich hab noch ein Geschäft von meinem Rottweiler im Auto. Ich geb's euch mit. Und später könnt ihr mal wieder zu... Was hat ein Geschäft von seinem Rottweiler? Ein Geschäft von seinem Rottweiler. Ein Geschirr. Ja, aber... Hat sich so angehört. Ja, das Geschäft von seinem Rottweiler. Ja, das Geschäft. Okay. Hauptsache, wir gehen jetzt ganz schnell runter vom Hof. Wenn mein Chef das sieht, haben wir richtig Probleme hier. Komm, Jungs. Ich erspare euch viel Stress und ihr spart mir auch viel Stress. Komm, bitte. Nimm die Brotdose, nimm diesen Schaf raus. Ja, aber muss sagen, beide sympathisch, auch er sympathisch, so einfach von der Art her, aber nehmt diesen Schaf und Brotdose und geht raus. Komm bitte. Ich verstehe. Auch, also diese Szene, ne, Danny. Ich musste so oft lachen und ich musste mich so hart konzentrieren, weil ich einfach auf dieses Schaf nicht klargekommen bin. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir saßen da im Auto und das Schaf plötzlich war es komplett auf meinem Schoß drauf. Und dann war so Stille kurz und plötzlich fängt es auch an zu kauen. So aus dem Nichts, weißt du noch? Ja, weil es ein Wiederkäuer ist. Aus dem Nichts, wir unterhalten uns, auf einmal sehe ich so. Alter, das war echt so lustig. Und ich hatte halt so auf dem Schoß und ich dachte die ganze Zeit, das muss pinkeln, es wäre auch hart gewesen. Boah. Aber also ist halt für den Dreh, ey, nur dass ihr Bescheid wisst, andere sagen vielleicht sagen, ja, hier Tiere und da, das interessierte Tiere, also Drehtiere, die kennen das, war auch alles cool, war eine Betreuerin dabei und sowas, war auch alles safe, alles cool. Das war wahrscheinlich auch eine neue Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Ja, gucken wir uns jetzt einfach mal die Szene an. Ja. Wie kann man ein Schaf in die Kiste reinpacken? Ich verstehe es nicht. Es ist doch auch nicht, der macht die Faxen. Ja, ich muss fahren, ich muss mich konzentrieren. Halt, das Schaf, guckt es bitte an. Guckt es euch bitte an. Guckt es euch bitte jetzt an. So süß, Mann. Die war auch so lieb, ne? Voll. Ja, halt das Schaf richtig fest, du bist lustig, Alter. Ich weiß auch nicht. Wir müssen erstmal Olli finden. Der ist doch selbst schuld, wenn er weg ist. Johnny, geht's dir gut? Autofahren macht Spaß. Ey, Leo hat geschrien. Er ist auch nicht in der WG, Mann. Hey, fuck. Ja. Fuck. Oh, Fubisai. Oh. Kevin, die Bullen. Schnall dich an! Ich schnall dich an! Fahr weiter, Toni, Toni, fahr weiter vor. Fahr die Cops einfach komplett kaputt, Alter. Fahr einfach durch. Kevin denkt manchmal nicht, ne? Hallo. Hallo. Hi, na? Ja, allgemeine Verkehrskontrolle. Machen Sie mal den Motor aus. Ja. Oh, sag mal, fahrt ihr hier ein Schaf spazieren oder was? Ja. Normal. Normal. Passiert. Ganz normales Ding. Passiert. Wir fahren die ganze Zeit schon mit dem Schaf hier rum. Das ist so voll crazy. Ey. Wir haben auch eine abgefahrene Geschichte dazu. Ja. Das kann ich dir mal ganz kurz erklären, Toni. Ich erkläre warum sind sie eigentlich nicht angeschnallt? Ach so, nein, weil der Schaf ist halt nicht mal angeschnallt. Ich komme ja gar nicht hier richtig hin und ich habe keine Ahnung. Wir haben das Schaf gerettet, wirklich Leben gerettet. Es lag einfach auf der Straße. Wir haben es genommen und jetzt bringen wir es schnell zum Bauernhof zurück. Ja, also eigentlich ist die Geschichte noch viel... Wirklich sehr, sehr gute Ausrede, Toni.
sehr gute Ausrede, ne? Aber mal gucken, wie die Ausrede vom Die Kind. Einzige richtige. Jetzt als Danny betrachtet, was hättest du in so einer Situation dem Polizisten gesagt? Wenn du da einfach mit einem Schaf, du kommst aus einer Party, siehst so ein Schaf in der Kiste, sitzt im Auto. Wahrscheinlich dasselbe gesagt wie Toni, und zwar, Leben gerettet, ist einfach rumgelaufen, wir wollen das einfach nur wieder zurückbringen zur Sicherheit. Ja. Das wäre das einzig Logische. Ja. Mal gucken, was Kevin draus macht. Ja. Gefahren, und vielleicht kann ich noch ein bisschen erklären, damit sie ein bisschen Verständnis haben. Doch, Toni, wir müssen das. Dieses Schaf einfach, guckt einfach die ganze Zeit aufs Schaf. Erklären, weil gestern war eine Party gewesen und ich glaube, irgend so einer hat sich das Schaf ausgeliehen in eine Kiste reingemacht. Die hatten Schnappschluss irgendwo, keine Ahnung, so für Regulum. Aber wir dachten, unser Kumpel ist da drin. Wir hatten Lebensangst, weil wir haben gestern Abend noch so eine Wette gemacht. Ey, Kevin, ey, der regt mich so auf. Ich habe ihm gesagt, er soll die Schnauze halten und mich reden lassen. Das Ding ist, es ist halt einfach eine wahre Geschichte, die er auch Kevin da erzählt. Nur es ist so wie, das kann man, man denkt auf jeden Fall, der ist halt völlig drauf. Ey. Ja, klar, klar. Und ich habe, Toni, hat sich nur gehofft, dass du endlich mal ruhig bist, dass Kevin die Schnauze hält. Hallo? Aber das Schaf wurde fast umgebracht. Wir haben es dann gerettet, sind durch den Matsch gelaufen, durch so viele Dinge. Getrunken. Und jetzt dachten wir aber, wir bringen es wieder weg. Wow, auch einfach noch schön in den Rücken fallen als Toni. Der hat getrunken. Ja, aber das, dass sie irgendwie nicht kontrollieren. Also, dass sie wissen, du hast getrunken und Fahrer ist safe, sonst hätte ich ja die Strafe. Du hättest ja keine Strafe bekommen als Beifahrer. Wir müssen mal ihren Namen bitte. Ich bin Fahrer, ich trinke keinen Alkohol. Ja, Janki. Also Sie waren ja schon mal 0,0. Sehr gut. Da habe ich ja gesagt, aber ich trinke nichts. Ja, Sie haben 0,5 Restalkohol, was? Geil. Da war der Kevin stolz drauf, oder? Ja, 0,5, geil, ich bin noch harte. Ich habe gestern noch viel Party gemacht, aber ist doch gut, der ist ja der Fahrer gewesen. Und ich wollte nochmal sagen, ich habe wirklich kein Märchen erzählt. Das ist wirklich alles, wir müssen auch wirklich zur Party kommen. Und darum ist es auch alles so schnell. Jetzt hältst du schon mal die Luft an. Also. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Aber der hatte, also Kevin hatte so ein Laberflash in diesem Moment. Aus Angst heraus oder warum? Ja, ich glaube, Kevin möchte natürlich den Polizisten ganz klar sagen, das ist die Wahrheit, Alter. Da möchte sie natürlich das wirklich überzeugend rüberbringen. Ja. Wenn Sie ohne Führerscheine fahren und ohne Ausweise, das ist ja schon grenzwertig, ne? Weil Sie müssen sie immer dabei haben. Ja. Dann mit den Hausschuhen, ne? Ist nicht optimal. Ich weiß. Also wenn Sie einen Unfall haben, kommt keine Versicherung dafür auf. Ach so, ja. Der Toni ist ja auch direkt mit Hausschuhen losgefahren, natürlich auch gefährlich. Ja, aber alles für seinen Freund. Ja. Er würde alles für Olli tun. Alles. Auch normalerweise nie so. Es war ein Notfall. Wir wollten unseren besten Freund retten, Olli. Ja. Und da geht es um Leben und Tod. Und dann aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben auch noch ein Schaf dabei und Sie haben einen Unfall. Wissen Sie, was da passiert? Nichts passiert, weil das Schaf war angeschnallt gewesen. Ja, aber Sie nicht. Ja, dann kriegen Sie auch noch ein schönes Knöllchen und einen Punkt für. Was? Was kriege ich denn einen Punkt, Deutschland? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich habe mittlerweile. Ja, das ist immer diese Frage, wie viele Punkte hat man da mittlerweile in Deutschland, ne? Nach 8 ist Feierabend erstmal. Ja. Wegen Anstein hat man einen Punkt bekommen, das muss ich mal reinziehen. Ja, aber ist es wirklich so, ne? Ja, wir haben ja gesprochen, ist ja auch, glaube ich, war das auch echt der Putz, ne, glaube ich. Ich glaube. Und ich glaube schon mit Anstein, wenn du das einfach bewusst machst, Punkt, Alter, überleg mal. Ich mache keine MPU und sowas. Halten Sie mal die Luft an jetzt. Wir haben mit der Leitstelle gesprochen gerade und die Herren sind negativ. Wie, wir sind negativ? Dann halt. Corona. Ganz klare Sache. Ja, klar. Sie haben keine Vorstrafe. Ja, sag ich doch. Ist es. Ja. Tatsächlich ist das Schaf als gestohlen gemeldet. Ja, na klar, jetzt wird doch erzählt, das Schaf ist gestohlen. Jetzt kommen wir ja noch krasser rüber. Aber damit haben wir nicht. Wir haben den Der Schäfer, Moment. Der Schäfer hat seine Herde in der Nähe des Wohnorts von Herrn Bianchi stehen. Aber wir haben wäre das bereit, nicht, also wir haben das Tier glauben. Dort abzuholen. Ja. Das heißt, jetzt kommt gleich der TTW Feuerwehr, nimmt das Tier mit und wir fahren alle zusammen zu Ihnen. Was ist TTT? Die Auswahl. Genau. Was ist TTT? TTW heißt Tiertransportwagen. Wisst ihr Bescheid? TTW heißt Tiertransportwagen. Feuerwehr. Dann schlagen wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir fahren zu euch. Dann können Sie mir auch direkt Ihren Ausweis und Ihren Führerschein geben. Aber glauben Sie mir, wir haben nichts geklaut. Wir kriegen jetzt auch keine Anzeige wegen gestohlen oder sowas. Das werden wir dann feststellen. Nein, wir haben es aber nicht gestohlen. Wir gucken dann erstmal, was der Schäfer dann sagt. Wir gucken erstmal. Ja gut, aber wenn das dann vorbei ist, können wir auch richtig zur Party. Sie fahren jetzt vor und wir fahren euch hinterher, ja? Ja. Und Sie schneiden sich an.
Ich kann einfach nicht glauben, in was für eine Scheiße dieser Kevin mich reingebracht hat. Ja, yeah, dieser Kevin, ich sitz doch hier. Und das Ding ist, ich hab ja nicht mal... dieser Kevin, was ging da bei Toni? Kevin, ja, aber du musst dir vorstellen, Toni ist so sauer. Der wollte eigentlich ganz normal aufstehen und arbeiten gehen. Und schau mal, wo er gelandet ist. Polizeikontrolle, scharf, Olli nicht da. Olli immer noch nicht da. Und ja. Gefeiert. Ich bin so sauer, ehrlich. Ich bin so sauer. Schatz, mal rein. Sei leise jetzt, Mann. Ich bin so sauer. Olli immer noch nicht da. Wo ist der Junge? Sind Sie Herr Pesch? Ja. Plötzlich stand das Schaf vor uns. Wir waren selbst überrascht. Also habt ihr das Schaf dann daraus gerettet? Ja. Okay, ja, da ist jetzt auf jeden Fall auch der Besitzer und das Schaf ist jetzt auch beim Besitzer. Ne? Also muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Ist doch schön. Hat den Weg nach Hause gefunden. Und dann sieht man auch noch auf jeden Fall das Geschirr von einem Rottweiler, ne? Ja, ja. Das Geschirr oder Geschäft? Das Geschäft. Das wäre definitiv tot jetzt. Das hätten Sie sehen müssen. Wir sind überall hinterhergerannt. Wie wilde dort. Wie wilde sind wir gerannt. Ja, dann, also wenn das so ist, dann erstatte ich keine Anzeige. Okay. Da haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Also Anzeige erstatten. Ganz schwierige Nummer. War wirklich sehr lieb von ihm. Oder? Danke ich euch dafür. Ja. Dass ihr meine Heidi gerettet habt. Danke. Ja, das ist lieb. Ja? Danke auch. Also lassen wir die Anzeige ganz fallen. Ja. Okay. Lass mal so. Beziehungsweise. Ich meine, wer möchte schon eine Anzeige haben, wo drauf steht, Schaf entführt? Also. Ihre Daten haben wir ja, das machen wir alles komplett fertig. Ja. Dann könnten Sie nämlich jetzt gleich direkt wieder zu Ihrer Herde. Genau, ne? Dann mache ich das. Ne? Alles klar. Und wir dachten, Heidi wäre Johnny, wir dachten, er ist ein Typ. Ah ja, Johnny ist nicht Johnny, sondern Heidi. Genau, richtig. Wir haben nur den, also du hast den Nickname, das Spitznamen gegeben, ne? Ja, genau, also es war auf jeden Fall eine Dame. Hm? Nee. Ist es nicht. Da. Ciao. Alles tschüss. Gute. Tschüss. Alles Gute. Ach, und das, ja, Geschirr und so können Sie alles behalten. Okay, und die das Leine ist auch. Danke. Ach, so. Das war auf jeden Fall jetzt die Geschichte mit dem Schaf. Und was ich mich immer noch verwirrende ist, ich weiß nicht, wie oft ihr so Schafe euch anguckt, aber guckt mal so, den Schwanz hat mich trotzdem immer irritiert, was er, dass sie trotzdem so einen langen Schwanz haben. War für mich nicht klar. Ich sag ja. Schon mit dem. Das ist doch wenigstens noch eine gute Geste. So, also wenn ihr es jetzt nicht wart, muss es ja irgendeiner von der Gesellschaft gewesen sein. Ja. Richtig? Ja. So, dann kehrt er mal in euch und dann schreibt er mal alle Namen auf, am besten mit Adresse, wenn er hat. Die brauchen wir ganz dringend. Mann, so ein Dreck, Alter. Jetzt hab ich einen Punkt im Flensburg wegen... Ja, jetzt hab ich einen Punkt im Flensburg. Scheiße. Ist doch kein Schwein. Jetzt kann ich Punkte beantragen, das kostet noch Geld. Such mich deinen scheiß Punkt in Flensburg, Mann. Ja, aber das ist ein Punkt. Ich bin am Arsch. Immer noch nicht Olli aufgetaucht. Wo ist Olli? Und Toni ist hier oben. Mann, und die Party ist auch noch nicht weiter geplant für Jule. Was wird denn das jetzt hier? Du hast dich heute Morgen geweckt, wo ich das interessante Gespräch hatte mit den Nachbarn hier. Ja, super interessant. Und ich bin den ganzen Tag dem Schaf hinterhergerannt. Ich mache mir außerdem Gedanken um Jule. Die hat sich noch keiner gemeldet. Keiner juckt's. Wir sind schon voll spät dran. Keiner fragt nach einer Party, Alter. Du machst dir Gedanken um Jule. Und Olli ist plötzlich egal, oder was? Du hast nur Feiern im Kopf, Junge. Wirklich nur Feiern. Ich habe Feiern im Kopf. Digga, ich habe keine Ahnung. Weißt du, dann ist der Junge selbst schuld. Ich kann es nicht wissen. Wir wollten einfach nur die Party austesten mit dem Snowboard. Da kloppt er sich tausendmal die Bohle im Kopf. Was weiß ich? Wer kloppt sich nicht die Bohle im Kopf, ne? Toni. Zum Beispiel. Toni ist ein super Vorbild, auf jeden Fall. Vorbild sein. Wo finden wir? Meine Fresse. Hey, hast du das gehört? Was? Ist jemand? Kleine wie die Katze vom Nachbarn. Wieso guckt die so dumm? Ja, die war süß, ne? Ja. Die war richtig süß, gell? Wieso guckt die so dumm? Ja, Musch, Musch. Ja, die ist wieder weg. Wahnsinn. Oh, was für ein Tag, Kevin. Wahnsinn. 3% der Weltmeere erforscht. Auch nochmal gut, dass Kevin das auch erklärt, dass 3% der Weltmeere erforscht sind. Das ist... Das musst du dir mal vorstellen. Wir müssen ihn finden, egal ob er Scheiße gebaut hat oder nicht. Ist mir scheißegal. Stimmt eigentlich. Was ist das? Ein Tier? Hallo? Hallo? Das ist nicht dein Ernst. Olli! Ja!
Wach auf, du Vollidiot! Wir suchen dich die ganze Zeit, Alter! Olli! Da ist er! Wach auf, du Vollidiot! Wie nett so ja, Olli und Kevin. Ich hab schon gedacht, der wäre irgendwo weg aus Köln oder so. Was? Ja, moin, Meister! Gibt's nicht, komm sofort hin! Schaust du an! Und da ist auch schon direkt das Konterbier in der Hand, ne, nach dem Saufen. Das allererste, ne, was er macht. Immer erstmal kontern, schön mit dem Bier. Ach, du bin hier hochgesprungen, wie ein Superman, Alter, du hast keine Ahnung, ich hab Kräfte gehabt. War ich da oben. Katze, steigst du da hoch? Das war eine Riesenkatze, die hat mich fast umgebracht. Ihr wisst genau, was mit mir und Katzen ist, Alter. Falls ihr es nicht wisst, der Olli hat eine Katzenphobie. Ja, vor einer Babykatze, ne? Die war so klein. Ey, es tut mir leid, Leute, aber die Katze ist wirklich nicht hier. Nein, hier ist keine Katze. Was Kevin und Toni jetzt schon durch haben und ihnen geht's nur um die Katze auch, ne? Sucht sie immer noch weiter, ne? Mhm. Du rollst diese Scheiße hier auf, genau du. Ich hab gepennt, ich hab gar nichts gemacht. Habt ihr vielleicht mal meinen zweiten Schuh gesehen irgendwo? Nerven, Olli, meine Nerven. Guck dir, hast du mal sowas du gesehen? Scheiße. Du willst nicht wissen, wie es da drin aussieht. Also, ich war das ja nicht. Also, ich hab im Gefühl, jetzt gibt's eine Schelle für die beiden. Irgendwie. Eigentlich verdient. Schauen wir mal. Ja, du warst es nicht, ne? Ja. Ihr wart's alle. Olli, könntest du es vielleicht machen? Weil wir müssen ja... Was soll's machen? Ist euer Ernst? Also, ich kann dir auch helfen. Ja, klar. Du räumst es auf. Du bist verantwortlich für diese Scheiße. Ihr beide. Okay, Jungs. Party. Könnt ihr dann... Party. Ich glaube, der Ernst der Lage ist auch nicht erkannt. Party und Toni soll es auch noch aufräumen, was Kevin und Olli verkackt haben. Vollidioten. Ihr räumt diese Scheiße auf, habt ihr mich verstanden? Wir müssen jetzt aber hin. Vollidioten. Bam. Schelle. Hätte ruhig ein bisschen fester sein können, aber... Ja, aber ihr, seid ja auch meine Kumpels. Das ist Party, ne? Korrekt. Sophia hat uns geschrieben, die Adresse, es ist wichtig. Wow. Könnten wir dann irgendwie jetzt los? Also, nicht so. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen los, Alter. Wir müssen jetzt alles einpacken. Komm, Alter. Wie es weitergeht, könnt ihr euch gerne die Folge noch anschauen. Ich habe es euch auch hier in der Infobox verlinkt. Das war auf jeden Fall die Geschichte von Kevin, Toni und Olli. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Und was ist denn dein Resümee von der Folge von uns beiden da jetzt sozusagen als Rolle Kevin und Toni? Also ich finde es erstmal geil, dass wir auch mal zusammen so eine Folge gedreht haben. Wir haben ja davor nie wirklich zusammen irgendwie gedreht. Es war mega lustig. Und ja, ich muss halt die ganze Zeit diesen Abgefuckten spielen. Ich hätte auch, also ich muss ja auch in gewissen Situationen oft lachen. Deswegen mussten wir das Ganze öfter auch drehen. Aber im Großen und Ganzen fand ich das Zusammenspiel gut und die Story war auch mega lustig, auch mit dem Schaf und so, es war echt geil. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ich fand es auf jeden Fall auch unterhaltsam, das jetzt alles zu gucken. Jetzt, ich habe es ja auch nur gedreht jetzt mit Danilo, geschnitten habe ich es jetzt zum ersten Mal und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten euch unterhalten und für die 2000. Folge auf jeden Fall neben so einen actionreichen Sachen da, was da zwischen Marc und Jule und Starker passiert, könnt ihr euch gerne angucken. Aber daneben so ein bisschen Comedy, Humor, Spaß gemacht. Auf jeden Fall hat auch mit dir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir drehen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Action, lustige Sachen hier. Auf jeden Fall, hoffe ich auch. Schade, dass Patrick nicht hier ist. Er hätte auch, glaube ich, mal noch was sagen können dazu, wie das jetzt war, weil er war ja auch als Rolle Olli jetzt weg die ganze Zeit. Aber ja gut. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Reaction-Video. Lasst doch gerne einen Daumen da. Oder wie sagt man, ja? Einen Daumen, ne? Daumen hoch. Grazie. Ciao, ciao. 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 Abonniert mein YouTube-Channel. Klicken. Klick, klick. No. Woo!